Hallo, ich bin anders vorhin. Und diesmal bin ich unterwegs am Niederrhein. Ich will euch mal ein bisschen Orte zeigen. Das unbekannte Deutschland. Das unbekannte Deutschland, das ist ein Land abseits der großen Touristenattraktionen und Sehenswürdigkeiten. Und doch bietet dieses Land so viel. Und meinen Roadtrip durch das unbekannte Deutschland beginne ich am südlichen Niederrhein, im Kreis Heinsberg, dem Heinsberger Land. Das liegt südlich von Mönchengladbach, nördlich von Aachen und direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Und mein erster Ort ist Schwam, das ist ein Ortsteil von Wegberg. Die Stadt Wegberg, die liegt eigentlich direkt an der Stadtgrenze von Mönchengladbach. Und wer hätte das gedacht, direkt an der Grenze zu Mönchengladbach finde ich einen Ort mit redgedeckten Häusern. Schwam ist ein kleiner Ort, ein sehr kleiner Ort und es ist sehr ländlich hier. Aber die Häuser hier sind einfach zu hübsch. Eine Kapelle gibt es auch hier, natürlich mit redgedecktem Dach. Und die kleine Kapelle, die schauen wir uns jetzt gerade mal von innen an. Der Stopp in Schwam hat sich richtig gelohnt. Und weiter geht's auf dem Roadtrip. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, ich versuche mal ein völlig neues Format für mich, nämlich nicht mehr mit hektischen Schnitten und zu viel Musik, sondern es sollen lange Szenen sein und die Musik, ja, die soll meist von der Natur kommen. Ist schon etwas einsam und ländlich hier. Ganz außerhalb jeder Ortschaft, da stoße ich auf die Molzmühle. Die Stadt Wegberg, die bezeichnet sich selber gerne als Mühlenstadt. Hier geht es um Wassermühlen. Hier fließt das kleine Flüsschen Schwalm und da standen mal 30 Mühlen dran. 11 Stück davon gibt es heute noch. Und die kann man entweder besichtigen oder sie werden als Restaurant benutzt, so wie jetzt hier die Molzmühle. Die Wassermühle, die hatte auch einen Mühlenweiher. 1627 wurde die Mühle gebaut, 1930 wurde der Betrieb eingestellt. Die Molzmühle hatte, soweit ich das verstehe, auch eine Ölpresse. Und der Besitzer hatte eine weitere Einkommensquelle, nämlich er hat Aale gefangen. Er hat Kästen vor das Mühlrad gesetzt und damit die Aale gefangen. Inzwischen ist das Ganze hier ein Gasthof und in der Region ein bekanntes Ausflugslokal. Ja, weiter geht's zum nächsten Ort. Ja, ich bin jetzt nicht weit gefahren und da steht die nächste Mühle. Der Ort hier, der heißt Rickelrath und die Mühle Schrofmühle. Man wirbt hier damit, das sei die einzige funktionstüchtige Getreide- und Ölmühle im Rheinland. Das Ganze wird als Museum betrieben. Die Schrofmühle gilt zudem als eine der besterhaltensten Wassermühlen im ganzen Land. Hier gibt es eine Ölmühle, eine Ölpresse und eine Getreidemühle. Und das Ganze hier befindet sich seit 200 Jahren schon in Familienbesitz. 1588 wurde die Mühle zum ersten Mal erwähnt. Heute, wie gesagt, wird sie als Museum betrieben. Ja, es zeichnet den Niederrhein aus. Flache Landschaft. Hier gibt es keine Hügel, keine Berge. Der nächste Ort, ein Schloss. Schloss Tischenbruch. Obwohl das eigentlich ganz prächtig aussieht, das ist nur ein ganz kleiner Teil des ehemaligen Schlosses. Das ist nämlich nur noch ein Flügel.
Hier in dem Weiher drin, da gibt es eine sogenannte Motte, also ein künstlicher Hügel, und auf dem stand eine Burg drauf. Wir werden die Motte gleich, glaube ich, noch sehen. Diese Burg, die es heute nicht mehr gibt, hatte eine sogenannte Vorburg. Und aus dieser Vorburg entstand 1630 das Schloss. Das Hauptgebäude, das ist so Mitte des 19. Jahrhunderts eingestürzt, deswegen steht heute nur noch ein Flügel. Außerdem steht vollständig erhalten der Nordturm da und die eine Ruine, das ist der Südturm. Wunderschön gelegen hier mit diesen ganzen kleinen Seen. Ich glaube, die dienen zum Angeln. Zwei Mühlen gehörten zum Tischenbrucher Schloss. Das eine ist die Kornmühle, da ist heute ein Restaurant drin. Und das andere ist die Tischenbrucher Mühle, das ist die hier. In der Ölmühle, da wurde bis 1912 Flachsöl gepresst. Heute ist hier ein Atelier drin. Was die ganze Gegend hier um das Tischenbrucher Schloss auszeichnet, das sind doch herrliche Spazierwege. Jetzt könnt ihr mich mal auf einer Runde um den Burgweiher begleiten. Und das ist diese Mottenanlage, die ich vorhin erwähnte. Da hat die Burg drauf gestanden. Das sind jetzt einfach nur fantastische Momente in der Natur. Selbst jetzt hier im März, es sieht herrlich aus. Scheint sehr sumpfiges Gelände zu sein. Jetzt geht's hier über diese Holzbrücke und dann müsste ich eigentlich die Runde schon fast geschafft haben. Ja, da steht schon das erste Gebäude, das zum Schloss gehört. Ja, und das ist die Kornmühle, die ich vorhin erwähnte, die auch zum Schloss gehörte und die heute Restaurant ist. Schaut euch mal dieses Fachwerk an. So, weiter geht's zum nächsten Punkt. Es ist kaum zu glauben, aber ich fahre hier auf einer ehemaligen Autorennstrecke. Das ist der sogenannte Grenzlandring oder auch Wegbergring. Eine 9000 Meter lange Rennstrecke, ein Ovalkurs. Das kann man hier sehen. Sie führt um die Stadt Wegberg drumherum, und zwar in Ovalform. Angelegt wurde der Kurs 1938 und hatte eigentlich militärische Gründe. Er diente der Versorgung des Westwalls. Nach 1945 begann man hier Auto- und Motorradrennen auszutragen. Dazu nutzte man den Ovalkurs. Da kamen bis zu 300.000 Zuschauer hierher. 1948 fand das erste von fünf großen Rennen hier statt. Hier fuhr die Formel 2, die Formel 3 und die Formel Libre. Das war für die damalige Zeit hier eine Hochgeschwindigkeitsrennstrecke. Das war die AWUS des Westens. Hier wurden Geschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometer erreicht. Ja, und hier an der Seite, da steht ein Denkmal, das erinnert an einen sehr schweren Unfall, der hier 1952 bei einem Rennen geschah. Und dieser Unfall bedeutete auch das Ende der Rennstrecke. An dieser Stelle verunglückte am 31. August 1952 beim Grenzlandringrennen der Fahrer Helmut Niedermeyer. Das Unglück gilt als eines der schwersten in der Geschichte des Motorsports, zum Gedenken. Ja, und ich bin jetzt sozusagen im Infield vom Grenzlandring, dem ehemaligen. Hier liegt nämlich die Stadt Wegberg. Ein Hauch von Frühling. Thank you.
soll man nicht glauben, dass man hier mitten in der Stadt ist, wenn es auch nur eine Kleinstadt ist. Und so sieht's in der Innenstadt von Wegberg aus. Richtig hübsche, nette kleine Häuser. Ja, das war dann Teil 1 meines Roadtrips in das unbekannte Deutschland, in die Region um Wegberg. Wenn euch das Video mit dieser Form des, ich sag mal, entschleunigten Reisens Spaß gemacht habt, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar drunter. In diesem Sinn, tschüss.